Guten Morgen, liebe Freunde der elektronischen Unterhaltung. Heute möchte ich euch von einem wunderbaren kleinen Gerät erzählen, das ich mir vor einiger Zeit gekauft habe und das mir die Programmierung von Mikrocontrollern wirklich enorm einfach macht. Es geht aber um den Guloproc aus dem Gulo Shop. Einen entsprechenden Link poste ich unter diesem Video auch noch. Das Gerät, das ich meine, sieht man hier. Das ist ein Programmer für AVR-Mikrocontroller. Also für den üblichen Atmel-Krempel, kommt als Bausatz daher. Bausatz heißt in dem Fall, man kriegt diese Platine mit allen vorgelöteten Teilen, man kriegt diesen Wannenstecker hier und man bekommt ein USB-Kabel mit dazu, wobei an dem USB-Kabel normalerweise die Stecker noch dran sind. Man muss also selber noch ein Ende abknipsen, Kabel abisolieren und dann muss man eigentlich nur noch die Kabel von dem USB-Teil da drauf löten und ein paar Lötpunkte an den Wannenstecker setzen. Dann ist der Programmer auch schon fertig. Also hier, ich gehe mal ein Stück raus mit dem Zoom. Da ist also so ein Teil hier, USB-Stecker an einem Ende, Programmer am anderen. Das ist ziemlich winzig und das nicht nur in den Dimensionen, sondern auch im Preis. Wenn man sich das nämlich kauft, dann kostet das im Gulo-Shop gerade mal 4,25 Euro. Das ist wirklich nicht viel Geld, insbesondere wenn man bedenkt, was man für so einen AV-RISP 2 oder sowas in der Richtung ausgeben kann. Wenn man sich dieses wunderbare Teil kauft, sollte man noch ein bisschen Zubehör dazu nehmen. Und zwar hauptsächlich dieses wunderbare Kabel. Das hat an beiden Enden jeweils einen 6-poligen Wannenstecker und das steckt man dann auf den Programmer auf. Schauen wir mal, ob ich das hier hinbekomme. Ich übe jetzt das einhändige Zusammenstecken von Teilen beim Filmen mit dem Handy. Genau. Wird hier drauf gesteckt. Und dann kommt das andere Ende auf den Programmierstecker an Bord. Für den Programmierstecker empfehle ich ganz stark, da gibt es noch so ein nützliches kleines Teil beim Gulo-Shop zu kaufen. Und zwar das da. Ja, man sieht es nicht so gut, ich drehe mal eben kurz hier das Breadboard rum. Das ist einfach nur ein Platinchen mit einem Pfostenstecker unten dran, so einer Steckerleiste. Ich zuppel es mal raus, damit man das sehen kann. Hier. Und das Platinchen benutzt man, damit man den Programmierstecker... jetzt wird es etwas schwierig mit einer Hand. Ich kriege das hin, damit man den Programmierstecker da aufs Board frickeln kann. Und schon hat man eine wunderbare Verbindung zu seinem Breadboard. Ich kann das mal zeigen. Ich stecke das Bärchen mal ein. Zack. Jetzt müsste man hier auf dem LCD, wenn es nicht zu hell ist bei mir im Raum, es ist zu hell für die Kamera. So. Unterstützt wird beispielsweise Eclipse. Ja, ich klicke hier einfach mal auf den Programmierbutton, klicke ich drauf, dann sieht man, yay, AVR-Dude läuft, also mit AVR-Dude geht es wunderbar. Unter Windows habe ich mangels Windows-Installation noch nicht ausprobiert, unter Linux geht es ganz hervorragend. Und das ist nicht das Einzige, es wird auch, ich habe das hier mal vorbereitet, die Arduino-IDE unterstützt. Da muss man als Programmer einfach den USB-ASP auswählen. Ja, was soll ich sagen? Programmer, der für schlappe 2,45 Euro plus Adapter 1,75 und Kabel für, na, was kostet das? 1,50 daherkommt. Super robust funktioniert, alles macht, was man will. Was will man mehr? Ich setze unter dieses Video noch die Links zum Gulo Shop. Ich empfehle sehr stark die Anschaffung und wünsche euch noch einen schönen Tag.